Hallo ihr Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht es soweit auch noch gut. Noch. Ne? Ja, ich wollte mit euch die Bleistifte hier testen, hatte ich ja gesagt. Ne? Die hatte ich mir im Action geholt für 99 Cent. Ja, ich würde sagen, ich mache die mal auf. Ah ja, hier hinten ist die Beschreibung. Ne? Deutsch Zeichenbleistifte. Das ist 4H, also das sind die Härtegrade und das sind hier die weichen. Genau. So, ich mache das Ding hier mal auf. Sorry. So. Ja, ich leg das mal da hin. Gelle. So. Ach so, die klappt man noch zu. Ich dachte, das wäre nicht so. Okay. Ja, so sieht's aus. Geschlossen, ne? Also schon alleine die Dose wäre 99 Cent wert, wenn man es mal genau nimmt. So, hier ist der Anspitzer. Ist ein bisschen dunkel hier, oder? Manchmal nur. Ja, hier ist der Anspitzer. Ja, ganz normal, ne? Ja. Auf die Seite. So, und dann sind hier die unterschiedlichen Härten bei. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. So, dann wollen wir mal jucken, ne? Das kann ich. Da ist 2H. Ich tu mir das mal jetzt hier mal gerade aufschreiben, wenn ich hier einen Kuli finde. Ja. Ich nehme den mal. Nee, den nicht. Hier, das Häschen nehmen wir jetzt. Da, das Häschen, ne? Hier. Genau. Das machen wir jetzt mal. Schreibe ich jetzt mal die Härten auf, ja? Einmal 4H. Dann 2H. Dann H, B. Ihr seht das doch, ne? So. Dann. Moment. Machen wir hier B. Dann 2B und 4B. Genau. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Anspitztest. Ja. Genau. Jetzt bräuchte ich mal ein Schälchen. Ja, dann nehme ich das hier mal gerade. So. So sieht der Stift aus. Und das ist 2H. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, hallo. Hallo. Ja. Ne? Dann wollen wir mal jucken. Also, das hängt schon ein wenig. Ne? Naja, was will man für 99 Cent erwarten? Ne?
echt schwer zu halten. Also der Spitzer ist nach meiner Meinung nicht der beste. Ich mache jetzt hier mal gerade auf Seite. So, das ist jetzt 2H. Wo haben wir denn hier 2H? Da ist 2H. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auch. So. Was ist das? Ganz leicht, ja. Ich mache ganz leicht. Ist ganz leicht. So, und jetzt mache ich was fester. Ey, das ist ja der Hammer. Also ich finde der Hammer. Die ist so weich, gell? Obwohl das hier eigentlich die härtere sein soll. Das ist echt der Hammer. Okay, das war die 2H. Dann nehmen wir jetzt 4H. Hallo. Da ist die 4H, ne? Ja. Auch wieder ganz leicht. Ey, die sind krass. Die sind echt krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, gell? Echt nicht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und jetzt wird fester. Boah, Alter. Sorry für meine Aussprache. So, jetzt hätten wir hier, das ist HB, das ist das untere. Ja, das ist jetzt was härter. Also hier die zwei sind schon weich, finde ich. Und das hier ist schon ein bisschen kratzig, würde ich jetzt sagen. Aber auch nicht schlecht. So, dann kommen wir zu B. Das ist B. Auch wieder ganz leicht. Oh, leicht. Ey, ist ja noch weicher. So was Weiches habe ich noch nie in der Hand gehabt. Nee. Das ist echt der Hammer. So, jetzt mache ich mal was fester. Boah, echt cool. Da will ich echt nicht wissen, wie die professionellen Bleistifte sind. Das ist echt der Hammer. Naja, okay, machen wir weiter, ne? Aber ich bin schwer begeistert von den Stiften hier. Also jetzt 2B. Ganz leicht. Ne? Und dann jetzt wieder fester. Sind auch cool. Ja. Die sind echt gut. Die sind gut. So. Dann haben wir hier die 4B. Das ist das letzte. So. Ja, die ist nicht so richtig angespitzt. Wartet mal. Spitzt die mal gerade, ne? So. Ganz leicht. Die
sind so hammerweich, ey, ich verstehe ich gar nicht. Die sind so weich. So, und jetzt fester. Guckt euch das mal an. Das ist echt der Burner. So, ich zeige euch das jetzt mal vom Nahen. Ja, da das sind die härteren, also die harten. Min. Und das sind die weichen. Also ich finde das mega. Ja, hier, das geht ja schon so ein bisschen ins Schwarze rein, ne? Aber die sind so weich beim... Ne, da fehlen mir die Worte, ohne Witz. Ja, ihr Lieben. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für jetzt von dem Test gehalten habt. Ob ich vielleicht öfters mal so Tests machen soll, was jetzt Stifte angeht. Ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen über Kommentare. Ne? Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.